Cristallino, der 7-jährige Westfale von Cristallo 2, Lenzer 3 Pilot, der Reservesieger der westfälischen Hauptkörung, sein Vater Cristallo 2, der Henrik van Eckermann zum Bundeschampionat hochplatzierter Finalist, später dann unter Jerry Smith auch international erfolgreich. Die Mutter von Cristallino, Latina von Lenzer 3, brachte weiterhin den gekörten Blendale von Goldfieber sowie zwei in Klasse M und S erfolgreiche Springpferde. Cristallino hat seinen 14-Tage-Test in Schliekau mit einer Gesamtnote von 8,3 absolviert und ist inzwischen unter dem Sattel von Michael Kölz bis zur Klasse M siegreich. In der Saison 2021 stehen dann sicherlich auch die ersten Starts in der internationalen Youngster-Tour auf dem Programm. Ja, die Fohlen des Cristallino machten bereits im ersten Jahrgang auf sich aufmerksam. So stellte er mehrere Endringfohlen zu den Championaten in Sachsen und Thüringen. Hier zeigte sich bereits, dass er an der Anpaarung vor allen Dingen an blutgeprägte Stuten sehr gute Ergebnisse erzielt. Eine Passerpaarung scheint tatsächlich an Töchter des Lahnstein zu erzielen zu sein. Hier hatten wir allein im ersten Jahr zwei Endringfohlen zu verzeichnen.